habe viel über die Finsternis nachgedacht. Sehr viel. Und nun weiß ich, dass ich selbst ein Vampir bin. Und auch Sie, lieber Zuhörer, sind ein Vampir. Ich frage mich, ob nicht jedes Dasein auf dieser Welt vampirig ist? Ja, natürlich. Denken Sie in Ruhe über das Ausmaß dieser Erkenntnis nach. Für mich gibt es kaum etwas, das mich mehr erschreckt. Willkommen zur Nacht, Ihr H.R. Giger. Berge, mir gefällt's in der Schweiz hier, muss ich sagen. Also es ist, ich möchte nirgendwo anders leben oder arbeiten. Man kann hier sehr gut Geld verdienen und wenn man einen normalen Beruf hat vielleicht. Für mich ist das etwas, ich bin da etwas isoliert zum Teil. Und man hat gewisse Schwierigkeiten. Vor allem, wenn man nicht Englisch spricht, dann ist man total verloren, habe ich das Gefühl. Und darum hätte ich eigentlich früher schneller Englisch lernen müssen. Das wäre weit besser gewesen, als da an der Kantonsschule in Chur Latein zu lernen und dann doch nicht anzukommen. Naja, also wir sind da eben auch in einer Bergregion und das ist in Gruyère, in meinem Museum, im Schloss Saint-Germain. Und da habe ich dieses Museum eingerichtet. 1998 war das eingerichtet. Ich habe das gekauft und habe das mit meiner Freundin da installiert. Sonst habe ich im Museum da noch eine Ausstellung meiner Sammlung, Sachen, die mich immer fasziniert hatten, von anderen Malern. Und da habe ich eine ganz hübsche Anzahl von
diversesten Bildern, nicht unbedingt die ausschauen als wie meine Arbeiten, sondern einfach Sachen, die mich anregten und faszinierten. Und da ist eine schöne Zeichnung von Dado, den ich sehr bewundere. Das ist bei den Surrealisten, hat er sehr große, ist einer der besten von den Surrealisten, der Nachfolger der Surrealisten. Da und die beiden da auf der Seite. Dann habe ich da den Dieter Roth. Und dann ganz unten habe ich eine Gigerbar, eine neue, die sich ziemlich abhebt von der in Chur. Die ist da ganz auf das Haus bezogen. Hallo. Salut. Salut, salut. Oui. Ça va? Oui, oui, oui. Mais tu fais un peu une autre musique, oui. S'il te plaît. Bonjour. Also ich wollte zuerst Musiker werden. Das hätte mir sehr gefallen, Musik zu machen und so. Aber ich habe gemerkt, ich werde es da nie weit bringen, weil ich zu spät angefangen habe. Es war leider, ist auch besser im Nachhinein. Ich habe eigentlich erst so an der Kunstgewerbeschule angefangen, Sachen zu machen, und die dann eines Tages habe ich mich dann als Künstler gesehen, nachdem ich etwas verkauft hatte vor allem. Ich denke, das findet jemand anderen auch noch gut, und der gibt jetzt so und so viel Geld für das. Und da war ich beeindruckt, das hat mir Mut gegeben, wieder sowas zu machen. Also das ist aber erst so mit 26 passiert oder so. Da war ich schon in der Kunstgewerbeschule praktisch fertig. Und da, ich habe dann die großen alten Meister gesehen und so, und ich habe mir niemals gedacht, dass ich irgendwie da auf dem Ding, das war komisch, und ich habe gedacht, das kann ja jeder machen, oder? Ich habe einfach versucht, als ich da zeichnete und modellierte, später habe ich versucht, Bilder zu kreieren, die ich eigentlich sehen wollte, aber die man nicht sehen konnte oder verkaufen konnte oder so. Und dann habe ich gedacht, muss man es halt selber machen. Irgendwie, so als es geht. Und ich habe oft so im Kopf einfach, sehe ich totale verrückte Bilder. Es sind also keine Träume, es sind einfach so einfach wenn ich die Augen schließe oder irgend so, dann sehe ich manchmal etwas ganz Fantastisches, und das ist eine Architektur dahinter, meistens ein sehr komplizierter Aufbau, das sieht so nach irgendeinem, ich weiß nicht, von wo das eine Architektur der Seele oder der, ich weiß es nicht, und manchmal habe ich ein Bild oder so, das vielleicht ein Teil dieses Puzzle sein könnte. Ja, irgendwie faszinieren mich Berge schon. Also ich schaue gern irgendwo runter, und ich habe gern Wildbäche oder ich weiß nicht. Also Berge geben mir schon sehr viel. Ich war immer in Flims zu Hause, nicht? Also in Graubünden. Ich bin selber nicht Bündner, ich bin Basler, aber mein Vater, der hatte in